Jetzt fang an. Du musst mich noch ein bisschen voll labern fürs Intro, das muss ich nämlich dann immer vorne drin lassen. Jetzt guck dir den Typ an, der fängt mich an. Wir müssen los jetzt, was ist mit dir? Jetzt noch einen Döner essen. Ich darf ja nicht, wenn du mit so reingredest. Bruder Schaschlik Boy. So, willkommen zu einer neuen Folge auf mein. Hey. Okay. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sitzen wieder hier in unserem gewohnten Platz. Ich habe wieder mein Schärfe-T-Shirt an. Nein, habe ich nicht, das wäre das Weise. Wir haben euch gezeigt, in der Unboxing-Folge, mein heftigstes Paket. Ich habe von flamethrowercandies.com bestellt. Wir haben diese Ghost Pepper Teile, wir haben Carolina Reaper Chilis bestellt, wir haben diese Lil Nitro, das wollen wir jetzt alles testen. Und zuerst heute, weil wir den Stargast dabei haben, ist wo der Dünne, der dicke Deswegen Dünne. Deswegen sehen wir uns auch nur alle zwei Jahre, weil der immer mit komischen Ideen kommt. Gut, da war die Überleitung zum Hannes. Ja, Hannes, der Dicke, auch am Start. Und wir wollen das jetzt mal testen. Wir haben nämlich hier diese Ghost Pepper Hard Candy vom Typ Wassermelone. Iswort schon gesagt, er will gar nicht mitmachen. Dann hat er gesagt, ach komm, scheiße, dann nehme ich halt mich hier dazu. So eine Wassermelone. Deswegen werden wir mit Wassermelone anfangen. Ich habe gesagt, je nachdem wie das ist, ob das gut ist oder nicht, kann er ja die anderen auch mitmachen. Ihr habt auch nochmal hier Facebook-Seite, Flamethrower Candy Company, Flamethrower Candy Co. auf Instagram und hier Flamethrower Candy Co. bei Twitter. Da ist das Logo noch mit drauf. Die ganzen Fakten brauchen wir uns eigentlich nicht angucken. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier fix. Achso, wir haben Wassermelone, wir haben Blue Raspberry, ja, und wir haben Wild Cherry. Aber ich glaube, Wild Cherry nehmen wir als zweites. Fertig, ich mische das jetzt hier durch. Ich mache das jetzt mal auf. Dann tue ich mal den Leuten hier so ein bisschen das unter die Nase halten, dass sie das so probieren können. Das ist jetzt eine neue Riechfunktion auf der Kamera. Das ist ein neues Update. Übelst süß und nach Wassermelone ist. So, nimm dir mal eins raus, einfach einen Klumpen. Mal, ja. Probier mal so. Oh, das riecht ja echt gut. Es dauert sonst alles viel länger. Also du gut, hier, das immer, sieht so aus. Steckst dir mal in die Nase und guck mal, wie es schmeckt. Oh, das ist ja fast schon, muss man lutschen oder so. Ja, das ist Hard Candy, also das ist wie so ein Salzstein zum Lutschen. Du kannst ja theoretisch Hannes schon mal dann die Packung geben, dass der schon mal anfängt rumzulutschen. Und dann kannst du nochmal sagen, wie das ist, ob das passt, ob das nicht passt. Das ist auf jeden Fall schöne Melonennote beim Riechen schon mal. Ja, das ist Merkst du jetzt irgendwas Scharfes? Jetzt warte doch erstmal, das dauert bei dem. Hätte ja sein können, du merkst direkt am Anfang was. Also bis jetzt ist eigentlich nichts. Man kann es nicht kauen. Du sollst es ja auch nicht kauen. Das ist Hard Candy, ja. Sieht aus wie so ein Raptor Fuß. Schärfe gar nichts. Von der Schärfe, nothing. Doch, es fängt jetzt langsam an, was zu kommen. Schmeckt schon wieder nach Spülmittel, Alter. Deswegen trinke ich immer keine Wassermelone. Warum weißt du das? Du musst es auflutschen. Honigmelone ist besser. Ganze Zeit schon. Nee, der beißt es zusammen, das geht ja nicht. Was? Eine minimale Schärfe, aber sonst. Ja, man merkt, es bitzelt ein bisschen auf der Zunge, ja. So im Rachen, macht sich ein bisschen was breit. Aber das war's. Aber da würde ich sagen, dass diese Jelly Beans auf jeden Fall schärfer waren erstmal. Ja. Würde ich auch als sagen. Als diese Candies. Ja. Ja. Deswegen sind sie auch Candies und keine extremely, Vorsicht, hier heiß und fettig, ne? Sondern Candies. Aber angenehm. Ist so was zum Lutschen für zwischendurch. Mit so einer künstlichen, kannst du ja beim Wrestling die Packung leer machen noch. Mit so einer künstlichen Seifennote. Aber ich muss sagen, angenehme Schärfe. Ja, du kannst auch die ganze Packung mit einmal reinziehen. Das heißt, der Iswo hat jetzt Bock und will auch mal Wild Cherry testen, ja? Mach halt mal auf. Er muss ja das andere erst weglutschen, oder nicht? Ja, das dauert kurz, dann gehen wir mal auf den Hannes. Oder? Ja, ich bin durch. Der Hannes, der Lutscher, ne? Der ist schon wieder fertig. Er macht den Schlurp nach. Also selbst wenn du es jetzt kaust, merkst du ein bisschen was Pfeffriges so im Hals, aber. Ja, richtig, aber das war's. Ansonsten süßes Bonbon zum Lutschen, also. Ist gar nicht so schlimm, wie man dachte, ne? Haben wir noch Lutscher da? Da wird die Carolina Reaper aber bestimmt mehr reinhauen und vor allem Lil Nitro. Aber trotzdem interessant, weil es schmeckt ja. Ja. Ghost Pepper, ich werde mir jetzt zuerst mal eine reintun. Ich brauche mal, das dauert länger. Ja. Weil der Iswo noch braucht. Das also jetzt Wild Cherry. Das ist richtig wie diese Cocktailkirschen, die immer oben nee, auf diese Gummidinger. Eis draufhängen. Diese Gummidinger. Kennt riecht ihr das? diese Kirsche-Gummibärchen da.
Anis. Manche mögen den Geschmack vielleicht, manche nicht. Und die sagen, ah, das schmeckt so künstlich hier, so richtig chemisch so. Soll ich dir schon mal eins in die Hand geben? Jetzt bin ich soweit. Aber ich muss sagen, die schmeckt irgendwie wie so Hustenbonbons. Echt? Ich bin sogar... Kinderbonbons da, diese Kinderhustenbonbons. Der Moikal. Ja? Ist er, glaube ich, auch mit Wildkirsche. Genauso. Oh ja, genau. Genauso. Mir kommt es aber so vor, als wären die schärfer als die ersten. Oder es bündelt sich gerade zusammen. Oder ich habe es gerade wieder in den falschen Hals reingeschlotzt. Auf jeden Fall. Ich habe mich gerade verschluckt. Jetzt drehen das Auge schon. Aber geschmacklich finde ich die sogar besser als die ersten. Weil mir gefällt dieses Emoikal besser als dieses lumpige Wassermelone. Und geht auch, oder? Ich muss sagen, richtig geil. Aber besser als der erste jetzt. Yeah, das will ich hören. Also nice, egal was du sagst, ich will alles hören, aber trotzdem. Das heißt, Iswo hat Bock auf die dritte Runde dann mit Blue Raspberry. Erstmal, ich brauche hier kurz. Ja, aber wir können doch schon mal anfangen so. Ist doch dann kein Thema. Ich finde auf jeden Fall das Design von der Verpackung sehr cool. Und wenn ihr Bock habt, bestellt die ruhig mal. Also ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Nee. Kann man essen, ne? Blue Raspberry. Dann lass halt für den Hannes mal eine Packung da. Meinetwegen kann alle haben. Zusammen. Das riecht einfach wie eine Dose Tabak. Riech mal. Oh, scheiße. Oh ja. Ich bin nicht Raucher. Hier, einmal Tabak to go. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Nee, was, nach was riecht's denn bei dir? Scheiße, alles in Gang. Ich rieche eh nichts ab Heuschnupfen. Ja, am schlechtesten. Ja, es riecht auf jeden Fall nicht süßlich. Es riecht halt richtig muffig oder wie Heu. Ja, aber einen leichten Dinge, Duft hat sie schon wie Blueberry. Also, ein Tabak-Heu-Gemisch. Ja. Oh, da erinnere ich mich damals in der Scheune bei Oma Opa, ne? Wir sind hoch ins Heu und immer lagen da irgendwo kleine Katzenbabys rum, weil die immer im Heu versteckt haben, ne? Du wusstest das nicht, bis hin mit der Heugabel erstmal Heu machen, was ist das schon wieder? Scheiße, Abendbrot gesichert. Wir werden das jetzt auf jeden Fall mal hier probieren. Diese Heubeeren. Mir kratzt schon wieder im Hals. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das extrem scharf ist, aber mir kratzt es immer zu im Hals irgendwie so ein bisschen. So. Der Iswo haut sich gleich die ganze Tüte rein. Guck. Vor allem bei der Tüte ist hier so viel Tüte, aber ab hier fängt es erst an. Also was ist das wieder? Ja, die Tüte liegt ja normalerweise, da verbreitet sich das in der Tüte und die stellt sie eigentlich nicht so hin. Also guckt euch das auch mal an hier. Inhalt, blaue Kristalle. Wild Cherry, rote Kristalle und ihr habt hier noch die Wassermelone, habt ihr so pinke Kristalle. Pass auf, der Typ verreckt gleich. Ja, ich hab schon wieder Tränen in den Augen. Aber ich muss sagen, Wild Cherry hat mir besser gefallen. Bis in der Mitte war das Beste, ja. Obwohl das alle Cherry schlecht waren. Da ist meine Lieblingssorte jetzt trotzdem das. Es riecht zwar nach alten Katzenbabys im Streu, aber es schmeckt besser als es riecht und es ist nicht so süß wie die zwei anderen. Also du hast zwar ein Candy, aber du merkst gar nicht, dass es ein Candy ist, weil es gar nicht so süß wie ein Candy ist. Stehst du? Ne, ist aber cool. Was wir bei den restlichen jetzt noch machen, weiß ich nicht. Wenn wir uns noch was einfallen lassen, ihr seht noch mal die drei Tütchen. Ghost Pepper, ja. Hard Candy. Wenn ihr das auch schon mal hattet, schreibt es mal rein. Wenn ihr das mal testen wolltet, schreibt es mal rein. Bist du auf jeden Fall hier Flame, Sauer, Candy, Co. Alles dabei. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Du fandst also Wild Cherry am besten. Das ist in der Mitte. Wild Cherry. Hannes auch. Ja. Ich fand das gut. Weil gut das waren sie alle, das kann man nicht sagen, aber Wild Cherry hat mir am besten geschmeckt. Es schmeckt jetzt ein bisschen nach Schwimmbad, deswegen gefällt mir sehr gut. Immer so Schwimmbad-Candys für zwischendurch. Das war's von meiner Seite aus. Diesmal nicht so lang, um den Iswo nicht zu ärgern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Carolina Reaper Chilis essen. Eine ganze Wold-Dried Frucht. Junge, was geht ab? Und Iswo hat wieder übelst Bock, habe ich gehört. Deswegen Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ramses. Er filmt sich wieder selber, der Typ. Ich film dich.